Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 15. September. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, wieder am Start zu sein. Wir waren ja hier unlängst etwas blockiert, aber hier im Sinne der IB-Days, Investment and Business Days, auch gestern mit dem Live-Trading-Tag, ein festliches Programm gehabt, sodass das Devisenradar auf Pause ging. Heute sind wir wieder da und heute will ich Ihnen gleich zwei Währungspaare darstellen. Sie sehen es im Header. Beziehungsweise eben haben es schon jetzt direkt auf dem Schirm. Wir wollen das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar uns anschauen. Heute Zinsentscheid, aber auch das schwächste Währungspaar, was wir hier in der Top 15 Heatmap sehen, nämlich den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, auch Kiwi genannt. Wir haben in der Nacht einiges an Daten bekommen, sowohl aus Neuseeland, aber auch aus Australien. Just auch Zinsentscheid der Schweizer Nationalbank auf der Agenda. Könnte sehr volatil werden. Ich muss direkt mal auf die Schweizer Frankenpairs gucken. Da tut sich aktuell noch nicht so viel. Aber heute Nachmittag auch, oder besser gesagt, am Mittag, zur Mittagszeit, heute Bank of England Zinsentscheid. Es wird nichts erwartet, aber natürlich möglicherweise Statements, Protokolle, die hier das britische Pfund treiben können. Und dann am Nachmittag hier eine wahre Armada an Daten aus den USA. Hier jede Menge Inflationsdaten, die hier sicherlich sehr, sehr interessant werden dürften. Aber Sie sehen es, Lagerbestände, Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung. Hier ist wirklich aus der Konjunkturseite alles geboten, was man haben will. Also das dürfte heute Nachmittag gerade für US-Dollar-Pairs. Und da zählt ja der Kiwi oder auch das Cable definitiv dazu, da diese ja in US-Dollar abgerechnet werden. Und das wird hier sicherlich heute ein sehr, sehr spannendes Thema. British Pfund US-Dollar aber hier erstmal im Fokus. Wir hatten unlängst eine Analyse dazu, dass wir hier einen möglichen Ausbruch sahen. Und dieser welche, gut, ich möchte mal fast sagen, scheiterte kläglich. Wir sehen oder sahen hier praktisch eine Abwärtsbewegung, praktisch auch eine Art Konsolidierungsphase nach dem jüngsten Tief. Hier hat sich dann praktisch ein Boden gebildet bei 1,29 rund. Und dann gab es eben hier mit dem Beginn in den September hier ein Ausbruchsszenario, was mutmaßen ließ, dass wir hier diese Brexit-Kerze ein Stück weit relativieren, dieses Gap, was ja hier noch offen ist, sozusagen ein Stück weit schließen. Sehr spekulativ natürlich, ein ganz klarer Counter-Trade gegen den vorherrschenden Trend, der hier natürlich ganz klar abwärts gerichtet ist. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Letztlich das britische Pfund scheiterte hier schon vor der Marke wieder von 1,35. Insofern Widerstände hier besteht. Mögliches kurzfristiges spekulatives Long-Setup hat sich erledigt. Mit engem Stopp hier auch gar keine große Hürde. Letztlich der Bias hinfällig. Insofern löschen wir das mal alles raus. Die Gretchenfrage eben aktuell nur nach diesem Ausbruch, der dann wie gesagt sehr, sehr zögerlich vonstatten ging, haben wir jetzt den Pullback an diese Trendlinie, die eben hier einst als Widerstand diente und jetzt hier möglicherweise eine Unterstützung sein könnte. Achten Sie daher mal drauf, wie das britische Pfund heute im weiteren Tagesverlauf zur Zinsentscheidung, aber auch am Nachmittag auf die Konjunkturdaten reagieren wird. Die FTSE-Vektorlogik sieht das britische Pfund heute sehr, sehr negativ mit minus 0,6-0,7%, wobei man hier unten sagen muss, die Quote von 70% Trefferquote bei 10 Erscheinungen, dieser Wert hier, der untere, ist fast zu vernachlässigen. Der obere hingegen hier mit 74%iger Trefferquote und 281 Erscheinungen, das ist ganz, ganz vortrefflich. Dieses Pattern also hier mit der Idee, dass wir heute einen schwächeren Tag beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar sehen, ganz interessant. Und wenn wir uns den Chart anschauen, dann können wir eigentlich hier mutmaßen, dass es ja, wenn es zu einer Unterschreitung des gestrigen Tiefs kommt, dann gehen wir mal in den Stundenchart, dann dürfte das hier sicherlich eine Ernüchterung geben, die den Markt weiter nach unten drücken dürfte. Wir haben auch hier, wenn wir uns mal rausscrollen, ein schönes Widerstandslevel bestätigt am Morgen bzw. im Nachthandel. Da müssen wir direkt hier nochmal das Ganze rot färben. Das war einst eine Unterstützung, ist jetzt kurzfristig ein Widerstand. Und unterhalb dessen bleibt der Bias bärisch. 1,32,60 rund ist hier die Situation, dass der Markt wohl angeschlagen bleiben dürfte. Und vielmehr, wenn wir hier das gestrige Tief rausnehmen, dann denke ich mir, geht es eben schnell in Richtung 1,30 und tiefer. Wird auch mit dem US-Dollar sicherlich im Kontext hängen, nach dem Motto, oder im Kontext sein, nach dem Motto, was die Daten heute letztlich noch vorauswerfen, wie der Dollar darauf reagiert. Aber grundsätzlich, es scheint so, als wäre hier wirklich eher der Zug gen Süden zu favorisieren. Auch hier haben wir jetzt so eine Art auf auseinanderziehendes Dreieck. Das zeige ich Ihnen gleich mal so. Ja, das erlaubt Spielraum auf der Südseite, das erlaubt Spielraum nach unten.
Ich denke, hier könnte es durchaus eine Talfahrt geben, solange wir unterhalb von 1,3260 notieren. Wenn wir hier ausbrechen nach oben, dann sieht das ganz schnell ganz anders aus. Dann würde ich den Bias auch schnellstens drehen, im Sinne dessen, dass wir hier die letzten Hochs dann bei 1,34 angreifen und dann nochmal in Richtung 1,35 gehen. Doch gegenwärtig sieht das eben eher nicht so aus. Schauen wir kurz auf den Kiwi noch, der wie gesagt heute hier mit enttäuschenden Zahlen kam. Insbesondere hier in der Nacht, das Bruttoinlandsprodukt zum zweiten Quartal war schwächer als erwartet. Und ja, Leitzinssenkung gab es. Schwächere Daten dürften hier unter Umständen nochmal eine Leitzinssenkung befürworten. Und ja, wir sehen hier die Tageskerze. Aber gehen wir kurz in den Wochenchart. Zunächst hier die Situation, dass wir einen Aufwärtstrendkanal haben. Und hier unlängst auch schon maßen, bricht er hier aus über die 0,75. Dann können wir hier schnelles Folgemomentum sehen. Und das sah grundsätzlich erstmal gar nicht schlecht aus. Wir sehen aber, dass hier diese Trendlinie, diese obere deckelnde Trendlinie, offenbar ihren Bias beibehält und sozusagen hier nach unten diese Bewegung einleitete, hier auch mit so einer Art Shooting Star direkt an diesem Widerstandsbereich um 1,74,50 rund. Und ja, jetzt hat sich hier grundsätzlich Spielraum eröffnet, der sich bis in den Bereich von 0,6950 ausdehnen könnte. Ja, also das sieht grundsätzlich technisch gesehen möglich aus, dass wir hier jetzt erstmal eine Abwärtsbewegung vollziehen. Und das Ganze findet auch Unterstützung, British Pfund hier auch ein Stück weit schwächer, aber insbesondere auch Unterstützung durch die Saisonalität, die hier gerade beim Kiwi deutlich nach unten zeigt. Sieht wie gesagt vom Bias her keinesfalls gut aus, technisch wie auch saisonal hier der Zug gen Süden. Und als Triggerpoint könnte man sozusagen eine Unterschreitung des Niveaus von rund 0,72 nehmen, haben wir eine runde Hausnummer, die, wenn denn gebrochen werden würde, sozusagen hier den Kiwi sicherlich antreiben dürfte in Richtung Süden. Ja, da haben wir hier so eine Art Support-Level, das sehen Sie an den Kerzen sehr schön hier vom August. Ja, hier immer wieder touchiert, abgeprallt. Aber wenn wir hier runtergehen, also gerade die 0,72 unterschreiten, dann sieht das meines Erachtens nicht gut aus. Na, dann laufen wir mit anzunehmender Wahrscheinlichkeit in Richtung 0,6950. Das wäre auf jeden Fall das zu präferierende Szenario derzeit. Umkehren würde es sich natürlich, wenn wir hier über 0,73 gehen, speziell hier unter dieser negative Kerze von vorgestern. Wenn wir darüber rausgehen, dann denke ich mal, haben die Bullen hier nochmal eine Chance, eine Attacke zu starten. Aber das ist gerade vor dem Hintergrund der Saisonalität und technischen Ausgangslage eher das, ja, Szenario Plan B. Also nicht zu favorierendes Szenario, deswegen machen wir den Pfeil auch mal schnell grau. So sieht es mal aus. Ich würde sagen, bleibt spannend, ist spannend. Schauen Sie auf jeden Fall mal genau darauf hin, was heute am Nachmittag noch passiert, US-technisch gesehen und natürlich auch bei der Bank of England 13 Uhr. Wird spannend. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen spätestens wieder zum JFT-Devisenradar oder aber natürlich auch lesen wir uns gern in meinem Guidance Stream oder natürlich auf dem JFD Desktop, wo es heute auch noch Content geben wird. Also, bis dahin, viel Erfolg beim Handel. Genießen Sie noch den oder die restlichen Sonnenstrahlen, bis es dann sich etwas abkühlt. Ich sage danke fürs Dabeisein und auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.